Das war hart erkämpft, hart erarbeitet, Glück gehabt auch. War mal wichtig, so speziell nach dem letzten Spiel in Dortmund eine Reaktion ergebnistechnisch zu zeigen. Das ist uns gelungen. Vom Spielen her, von der Art und Weise können wir es wirklich besser. Ist es? Ja, wir waren natürlich, das war nicht unser bestes Spiel, glaube ich, das können wir sagen. Aber es ist wichtig, dass man dann erstmal stabil steht und keine Gegentore bekommt. Ja. Wenn man dann 2-0 führt, ist es natürlich sehr ärgerlich, dass man in letzter Minute noch eins kassiert. Aber letztendlich ja, war der Sieg dann sicher und das war gut. Und auch diese Spiele muss man erstmal gewinnen. Ich glaube, ja, noch vor nicht so vielen Jahren haben wir so einen Spieler verloren. Und deswegen, glaube ich, war das ja, ein erwachsener Auftritt von uns. Aber wir wissen natürlich, dass wir fußballerisch viel, viel besser spielen können. Man hat gesehen, was für eine Qualität auch Hoffenheim hat. Die stehen da mit ihrem Kader eigentlich völlig zu Unrecht, meiner Meinung nach. Aber ich muss ehrlich sagen, wir waren heute zum richtigen Zeitpunkt, haben wir die Tore geschossen. Einmal da, wo ich den absoluten Rückspiegel vergessen habe, hatten wir sehr viel Glück auch. Ich weiß nicht, wie ein Blackout gehabt. Gott sei Dank hat er dann vorbeigeschossen. War heute einfach so ein Arbeitssieg, für den wir gerne mitnehmen. Jetzt haben wir noch zwei Endspieler. Yeah, I'm very happy. I opened the game, so I scored for 1-0. It's very, very good, I think, for us, because this is a tough game. Very tough game. We have some problems, but in the end, the score is important, so we win. And we have 3 points. Jedes Spiel geht um was. Es ist nicht, weil es 33 und 34 Spieltage ist, dass es jetzt auf einmal um was geht, sondern wenn du irgendwo in der Mitte zwei Spiele gewinnst, die zählen genauso so viele Punkte als die letzten zwei. Natürlich ja, läuft die Saison zu Ende und wir werden natürlich alles dafür tun, um unsere Ziele zu erreichen. Yes, of course. The goal is we must win now in Freiburg, then we at home versus Hertha and we will see what happens in the end. I hope we fight for the sixth place and I think we can get it.